The Blacklist, Krimiserie eingestellt. Raymond Rettington hängt seinen berühmten Hut an den Nagel. Wie der US-Sender NBC laut The Hollywood Reporter verkündet. Wird die kommende 10. Staffel von The Blacklist auch gleichzeitig die letzte sein? Die Krimiserie mit James Spader, 62, in der Hauptrolle wird eingestellt. Gründe für diese Entscheidung wurden nicht mitgeteilt. Spekulationen um ein baldiges Ende gibt es allerdings bereits seit Staffel 8. Damals verkündeten sowohl Co-Hauptdarstellerin Megan Boone, 39, und Co-Showrunner Jon Bokkenkamp, 49, ihren Abschied. In Statements bedankten sich die Verantwortlichen bei der gesamten Crew, aber vor allem auch bei Spader und den Fans der Serie. Man könne es kaum erwarten, wie sich Spaders Charakter Rettington in der letzten Staffel endgültig vor den Zuschauern verbeugt. Man schätze die treue Fangemeinschaft, die diese wunderbare Reise mitgemacht haben. Die unvorhersehbaren Wendungen des Plots hätten eine legendäre Fernsehserie hervorgebracht, die ein weltweites Publikum unterhalten habe. In der letzten Staffel von The Blacklist wird Rettington enttarnt und seine Rolle als FBI-Informant aufgedeckt. Ehemalige Kontrahenten verbünden sich gegen ihn und starten einen Rachefeldzug. Bislang wurden 196 Episoden in insgesamt 9 Staffeln seit 2013 ausgestrahlt. Bis auf die 7. Staffel, 19, bestehen alle weiteren Staffeln aus 22 Folgen. Alle 9 Staffeln sind beim Streamingdienst Netflix abrufbar. Că bai plai vând nici un curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus poți să sari sus, sus, sus.